Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir hier kläglich gescheitert gegen unseren Endboss und wir werden jetzt mal gucken, dass wir den kaputt klätschen. So, schauen wir mal. Oh. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Wait a second. Woo! Haben wir es jetzt wirklich geschafft? Ist jetzt die Frage. Haben wir es wirklich geschafft? Alter, okay, das war jetzt. Das? War tricky. Bin ehrlich? Das war sehr anstrengend. Oh, und ich bin gerade sehr froh darüber, dass ich hier einiges geschafft habe. Oh, meine Güte. Das war jetzt ganz krasser Steff. Okay, komm, ganz kurz berühren. Machen wir uns mal hier ganz kurz wieder Munition. Hier machen wir uns auch mal ein bisschen Munition. Hier machen wir uns noch ein Medikit. Und jetzt können wir wieder ein bisschen looten. So, nachdem wir jetzt endlich hier aufgeräumt haben. Nice. Oh Gott. Das ist für mich noch die Frage. Ich habe jetzt zwar den Großen kaputt gemacht, aber was ist mit dem Kleinvieh, was er ausgesondert hat? Ist er jetzt auch Puccicano? Oder ist, muss ich mich hier drauf noch einstellen, dass er jetzt hier gleich um die Ecke kommt und sagt, hello there. Ich hoffe mal. Da hat mich schon falsch gehofft. Irgendwo höre ich hier nämlich gerade noch was. Ich hoffe mal, dass er kaputt ist. Er nicht mehr lebt. Vielleicht. Schauen wir mal, wir looten uns jetzt erstmal hier ein bisschen durch. Und gucken dann gleich mal, wo es weitergeht. Du kleiner Wichser. Okay, da muss ich jetzt weiter. Muss ihm anscheinend folgen. Weil ich nicht so geil finde. Bin ich ehrlich. Bin ich jetzt nicht so begeistert von. Aber machen wir doch mal. Ihm jetzt hier. Warum geht er jetzt noch da unten? Okay, wir müssen ihm anscheinend noch weiter folgen. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Ne? Also. Warte mal kurz. Gab es hier noch was? Ne, hier gibt es nichts. Okay, also folgen wir dem Typen. Dem Viech. Ich frage mich jetzt gerade noch. Oh Gott, ich könnte sogar hier schießen. Eieieiei, das wird ja, das ist ja mal, ja und ja. Das wird ja spaßig. Wenn mich jetzt hier einer angreift, mich hier zu verteidigen, ist nicht gut. Nee. Kann ich jetzt hier verteidigen? Schieß hier ins Gesicht, Alter. Wie viel Schuss kannst du ab? Ist gar nicht, dich hier so dahinter zu fischen. Kleines Mist, wie wollt's mich von hinten angrabbeln, hä? Gibt's aber nicht. Gibt's nicht, wegen ist nicht. Okay, also haben wir den hier jetzt auch wegklavüstert. Das war aber auch ein fieses Ding, Alter. Der hat einen richtig fiesen Panzer gehabt. Bis ich den mal wirklich durch hatte. Der war mal. Das war nicht so einfach. So, dann gehen wir mal hier wieder ein bisschen looten. Und nach dem Looten geht's mal weiter. Schauen wir erstmal, weil wir brauchen auf jeden Fall wieder ordentlich Munition.
Okay, also haben wir jetzt hier alles soweit durchgelootet. Dann gucken wir mal, wie es läuft. So, schauen wir mal, ob wir jetzt hier rauskommen. Ich hoffe, ja. Und ja. Wir sind ja immer noch im Krankenhaus. Und suchen nach Medikamenten. Beziehungsweise, wir haben ja die Medikamente gefunden. Jetzt suchen wir jetzt eigentlich einen Weg nach draußen. Ja, und hier sieht es auch schon wieder aus, als ob wir hier so eine Art Endboss-Szenario hätten. Ich hoffe nicht. Der eine hat mir jetzt echt gereicht. Der hat echt lange gedauert. Und der war echt anstrengend. Also, bin ich ehrlich? Das war sehr anstrengend. Ist hier noch ein? Ja, hier gibt's, guck mal, hier gibt's noch mal ein paar Sachen. Und weil ich das gerade sehe, wir haben ja jetzt hier Werkzeugsachen gefunden. Wir haben en masse an Pillen. So, das heißt für mich, wenn wir jetzt so viel Pillen haben, dass wir mal ganz kurz gucken. 280 Pillen. Junge. Können wir uns doch mal ein bisschen entscheiden, was wir uns hier kaufen wollen? Okay, also machen wir mal hier ein bisschen. Wir machen das mal hier full. Nice. Okay. Gut, da haben wir mal ein paar Pillen benutzt. Und sind jetzt hoffentlich auf dem Weg nach draußen. Okay, also hier unten oder hier gibt es zumindest jetzt nichts weiter zu finden. Und wir sind jetzt auf der Flucht vor unseren eigenen Leuten. Ja. Müssen jetzt wieder zurück zu Owen. Alle suchen nach dir. Was hast du gemacht? Gar nichts. Du solltest doch da bleiben. Es ging nicht. Deine Freunde sind hier überall. Hast du die Sachen? Ja. Jetzt sollten wir machen, dass wir hier wegkommen. Hey. Mir nach. Willst du sie streicheln? Ist okay. Ja, siehst du? Fertig. Du kannst jetzt zu ihr, wenn du willst. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder. Ich weiß. Was ist mit uns passiert? Vielleicht haben wir aufgehört, nach dem Licht zu suchen. Vielleicht. Ich werde mal nach dem Mädchen sehen.
Okay. So, damit sind wir jetzt bei Owen angekommen und wir haben gesehen, dass es was gebracht hat. Dass wir die Medikamente gefunden haben, die sie benötigt. Sehr geil. So, jetzt sind wir hier in einer Rückblende, würde ich jetzt sagen. Also Abby ein bisschen jünger und wir sind wieder an der gleichen Stelle, wo ihr Papi gestorben ist.